Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Pokémon Y Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut über Games for You. Falls ihr Schmatzen hört, das ist die Katze. Die hat gerade was gefuttert und denkt, boah, direkt neben dem Mikrofon sitzen ist eine ganz coole Sache. So, dann würde ich doch behaupten wollen, dann machen wir das hier gerade nochmal. Was sagst du? Soll ich dir den Weg zum Pokémon-Labor zeigen? Jupp. Alles klar, dann komm mit. Keine Müdigkeit vorschützen. Sind alle ein bisschen seltsam, finde ich, ehrlich gesagt. Ist das denn für einer? Ich wollte auch mit denen reden. Na, wie verstehst du dich mit Smetbo? Je mehr du mit deinem Pokémon herumläufst, desto enger wird eure Freundschaft. Bitte sehr, die TM-Rückkehr. Diese Attacke ist umso stärker, je größer die Zuneigung des Pokémon zu dir ist, das die Attacke anwendet. Rektalin erhält das Item TM27 Rückkehr. TM und VM Tasche. Jenseits dieses Tores liegt Illumina City. Komm schon, worauf wartest du? Auf geht's! Erstmal mit dem da labern. Illumina City ist die größte Stadt in Kalos. Ich habe noch längst nicht alle Ecken und Winkel dieser Metropole erkundet. Okay. Was hast du hier zu sagen? Willkommen in Illumina City, der Stadt der Lichter. Ah, okay. Dann gehen wir mal weiter. Oh, richtig groß anscheinend. Also, ich warte dann vor dem Labor auf dich. Wenn du ihr folgst, kommst du direkt zum Labor. Na, dann machen wir das doch. Das heißt, das Labor mit den Pokebällen davor. Sieht ja lustig aus, ey. Oh, da ist er. Das Gebäude hier ist Platans Pokémon-Labor, dann lass uns mal hineingehen. Du hast einen weiten Weg von Escia, oh mein Gott, hinter dir, aber jetzt bist du ja hier. Professor Platan erwartet dich schon im zweiten Stock. Nimm einfach den Aufzug. Okay. Live-Begegnungen. Stelle eine Internetverbindung her oder begib dich an einen Ort, wo sich viele Leute aufhalten, um andere Spieler zu treffen. Okay. Zweites Stockwerk. Krieg ich denn den Scheiß da wieder weg? Stylus, wo bist du? Endlich treffen wir uns. Fein, fein, dann komm doch bitte mal mit. Toll, dass du den weiten Weg aus Escia hierher gefunden hast. Ich bin Professor Platan. Na, macht dir das Reisen zusammen mit den Pokémon Spaß? Bist du schon vielen begegnet? Fein, fein, dann will ich mir doch gleich mal deinen Pokédex ansehen. So, im Zentralbereich der Kalos-Region hast du 24 Pokémon-Arten gefunden, nicht wahr? Na bitte, gute Arbeit. Du hast schon recht viele verschiedene Pokémon getroffen. Irgendwie hast du etwas ganz Besonderes an dir. Du machst einen aufgeweckten Eindruck auf mich. Ursprünglich hatte ich ja geplant, nur ein Kind aus jeder Stadt auszuwählen und mit einem Pokémon auszustatten. Im Falle von Escia hatte ich mich bereits für das Kind von befreundeten Trainerveteranen entschieden. Aber dann hörte ich, dass Rihorn, Jockey, Primula und ihr Sohn nach Escia gezogen sind. Und du kennst die Kalos-Region noch nicht. Mir war sofort klar, dass du der ideale Kandidat für dieses Unterfangen bist. Hallo Professor, ich bin's, Sana. Da wären wir, entschuldigt die Verspätung. Fein, fein, dann wollen wir doch gleich mal einen Pokémon-Kampf austragen. Dir wird die besondere Ehre zuteil, gegen mich, Professor Platan, zu kämpfen. Hä, warum das denn jetzt? Heftig.
Ja, würde ich sagen, machen wir halt mal. Wollen wir mit dem Kampf loslegen? Jupp. Nur noch schnell vorweg, ich bin nicht sonderlich stark. Wer's glaubt. Eine Herausforderung von Pokémon Professor Platan. Dieser Samen wird von Platan Pokémon Professor eingesetzt. Es gibt insgesamt 3 Stück. Der wird wahrscheinlich Glumanda, Shiki und Bisasam haben. Wäre das nicht cool, wenn Ash mal hier Pokémon-Professor geworden wäre oder dergleichen? Konfusion. Schön viel Damage gemacht. Das ist sehr effektiv. Tackle. Nicht so schön. Aber das kriegen wir hin. Noch ein Konfusion und er ist down, denke ich. Jawohl! Kaputt, das ist sehr effektiv. Bisasam wurde besiegt. Suivo erhält 136 EP. Bacon erreicht Level 9. Einfach mal so nebenher gelevelt. Glumanda, ich wusste es doch. Wir wechseln das Pokémon. Was könnten wir gegen Glumanda einsetzen? Wir nehmen mal Volt. Wir haben nämlich leider kein Wasser-Pokémon. Genau. So. Aber schön, dass die Glumanda und Co. auch nochmal aufgewertet haben, quasi. Donnerschock. Okay, fast halb kaputt. Paralysiert, das ist natürlich praktisch. Heuler. Macht aber trotzdem. Angriff von Volt sinkt. Machen wir mal einen Ruckzuck-Hieb. Okay, noch einmal und wir haben es. Oh, das hat gesessen. Nochmal ein Donnerschock. Und er ist down. Glumanda ist besiegt. Volt hat zwar knapp den Aufstieg verpasst, aber Lukas hat es erreicht. Zu Ivo reicht es auch. Levelt das nächste Level. Shiggy war ja klar. Pokémon wechseln. Wir nehmen mal, obwohl Feuer gegen Wasser ist nicht so gut. Wir nehmen mal Momo als Pflanzen-Pokémon. Müsste das gegen das Wasser-Pokémon super gut ankommen. Los, Momo! Shiggy wird von Platan eingesetzt. Kratzer machen wir. Gar nicht viel Damage gemacht. Probieren wir mal Schlecker. Rutenschlag, nicht so schön. Verteidigung sinkt, auch nicht gut. Nochmal Schlecker. Geist. Ich wusste gar nicht, dass Geist als Pokémon-Art gibt. Oh, was ist jetzt passiert? So, nochmal. Wir nehmen mal Lukas. Wir wechseln unser Pokémon. Genau, zack. Gut gekämpft. Momos Problem ist, dass du noch keine Pflanzenattacke hattest. Aquaknarre. Ja, jetzt macht er hier eine Wasserattacke oder was? Wolltest du mich verarschen? Sandwirbel. Müsste Genauigkeit gezogen sein, genau. Hat wohl wieder getroffen. So viel zu dem Thema. Machen wir einen Windstoß. Na, ein bisschen Schaden hat's gemacht. Alter. Pokémon wechseln. Was ist Shiggy so stark? Dann nehmen wir halt Fox. Die 5 Level müssen es ausmachen. Tauschen. Bitte, bitte, keine. Okay, Tackle ist schon mal gut. Das ist keine Wasserattacke. Kampf, was können wir machen? Machen wir Nitro-Ladung, einfach aufgrund dessen, dass wir selber uns auch noch buffen damit. Auch wenn es nicht viel Schaden machen wird. Nicht sehr effektiv. Initiative ist aber gestiegen.
Verteidigung sinkt, das ist natürlich unschön. Machen wir hier einen Kratzer jetzt hinterher. Das neutrale Attacke müsste ganz gut funktionieren. Auch hier ein Tackle. Schön, wie er da uns eine gewischt hat, sozusagen. Mit dem Kratzer sollte die Sache aber auch gegessen sein. Shiggy wurde besiegt. Fox erhält 135 EP, Momo auch. Level 10 für Momo. Rankenhieb, oh, das sollten wir auf jeden Fall lernen. Ja, wir vergessen eine andere, und zwar Kameradschaft. Kameradschaft ist vergessen und Rankenhieb gelernt. Den hätte er vorher schon haben müssen. Volt erreicht Level 12. Du besiegst Platan, Pokémon-Professor. Ah, das war wohl nichts. Klasse Leistung aber. Rektalin gewinnt 1400 Poké-Dollar. Alles klar, jetzt konnte ich mir ein erstes Bild machen. Ein Bild wovon? Na, ein Bild von dem, was Rektalin kann. Er ist ein sehr interessanter Trainer. Fein, dann bekommt ihr jetzt gleich noch ein Pokémon, das euch auf eurer Reise begleiten wird. Hier, du kannst dir zuerst eines aussuchen. Bestimmt aus den dreien. Tatsache, ey, wie geil ist das denn? Die Ur-Pokémon. Jetzt hatten wir ja vorher ein Feuer-Pokémon und wir haben noch kein Wasser-Pokémon. Und weil Shiggy immer Shiggy sagt, muss ich Shiggy nehmen. Jupp, wir nehmen das Shiggy. Und, kleines Wissen am Rande, Shiggy war mein erstes Pokémon damals, als ich Pokémon gespielt habe. Aha, du hast dir also Shiggy ausgesucht, warum auch nicht? Fein, fein. Dein Team ist leider voll. Wähle ein Pokémon, das in eine PC-Box geschickt werden soll. Schicken wir mal Bacon weg, weil Fox ist ja schon ein Feuer-Pokémon. Shiggy erhalten. Ja. Möchtest du ihm vielleicht einen Spitznamen geben? Nein, weil Shiggy ein geiler Name ist. Auch gut, du willst ihm also keinen Spitznamen geben. Da du dich für Shiggy entschieden hast, bekommst du jetzt diesen Megastein von mir. Rektalin erhält Turtoknit. Turtoknit wurde in der Itemstasche verstaut. So, ihr zwei, ihr sucht euch jetzt auch jeder ein Pokémon aus, aber nicht streiten. Puh, keine leichte Entscheidung. Nur keine Eile, wenn man bedenkt, wie viel Zeit ihr miteinander verbringen werdet, will so etwas wohl überlegt sein. Wie dem auch sei, ich habe das Gefühl, dass gleich der Rest von euch eintrudelt. Gut, Tatsache. Hallo, Professor Platan. Na sowas, ihr seid ja schon alle hier. Hab ich's nicht gesagt? Fein, fein, damit wären dann alle anwesend. Jetzt hätte ich noch ein paar Ratschläge, die ich euch mit auf die Reise geben möchte. Ich möchte, dass ihr jede Menge Spaß auf eurer gemeinsamen Reise mit den Pokémon habt. Versucht dabei stets die besten Trainer zu sein, die ihr nur sein könnt. Die Mega-Entwicklung, eine neue Form der Entwicklung, stellt das größte Mysterium der Kalos-Region dar, lüftet ihr Geheimnis. Ich hoffe, der Megastein, den ich euch überreicht habe, wird euch auf die richtige Fährte bringen. Durch die Mega-Entwicklung können Pokémon im Kampf eine völlig neue Gestalt annehmen. Mega-Entwicklung schön und gut, aber was ist eigentlich mit dem Pokédex? Trovato, wenn du einen vollständigen Pokédex damit gleichsetzt, der bestmögliche Trainer zu sein, dann verfolge dieses Ziel mit aller Kraft. Also ich finde diese Sache mit der Mega-Entwicklung total interessant. Wenn du mehr über die Mega-Entwicklung herausfinden möchtest, dann dürfte Vanitea die beste Anlaufstelle für dich sein. Die Stadt hat eine lange Geschichte, vielleicht findest du dort hier einige Anhaltspunkte. Noch etwas. Wenn ihr die Region bereist, um euren Pokédex zu füllen, werdet ihr mit allerlei Pokémon und Menschen in Berührung kommen, die nicht immer dieselben Ideen und Auffassungen teilen wie ihr. Seid offen für andere Sichtweisen, dann werdet ihr schnell merken, worauf es im Leben ankommt. Eure Aufgeschlossenheit wird euch ganz neue Welten eröffnen. Ich finde, anders zu sein als andere macht meinen eigentlichen Wert als Mensch aus. Deshalb möchte ich auch so gerne lernen, die Mega-Entwicklung zu beherrschen. Ja, dann würde ich sagen, vieles gelernt und machen wir gleichzeitig auch einen Cut für die heutige Folge. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.